In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einzelne oder mehrere Apps direkt auf eurem iPhone löschen könnt. Viel Spaß! Um eine App zu löschen, müsst ihr die App antippen und so lange gedrückt halten, bis die App-Icons anfangen zu wackeln. An jedem App-Icon seht ihr nun ein kleines X oben links in der Ecke. Tippt auf das X für die jeweilige App, die ihr löschen möchtet. Zur Sicherheit werdet ihr nun nochmal gefragt, ob ihr die App auch wirklich entfernen wollt. Bestätigt dies durch Tippen auf Löschen, um die App endgültig zu entfernen. Tippt nun oben rechts auf Fertig oder bei älteren iPhone-Modellen auf den Home-Button, um den Löschmodus wieder zu beenden. Im Übrigen könnt ihr auf diese Weise inzwischen auch ganz einfach die von Apple vorinstallierten Apps, die man früher nicht löschen konnte, von eurem iPhone entfernen, wie zum Beispiel die Taschenrechner-App. Ihr braucht auch keine Sorge haben, denn solltet ihr eine gelöschte App doch einmal wieder benutzen wollen, so könnt ihr diese wieder ganz einfach über den App Store neu auf euer iPhone herunterladen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.